Castle! Green left, west, you shift! F short, Spider 2, you banana, see over! So, schönen guten Abend, du mein Hadl, lieber Martin, servus, schön, dass du wieder da bist. Servus, ja, natürlich, was heißt schön, dass ich das ist ja klar, oder? Wir haben, schaut das aus wie so eine Nahenkappe. Ja, ein bisschen, gell? Wir haben uns wieder die Nächte um die Ohren geschlagen und haben uns dann den Tag auch noch um die Ohren geschlagen, haben wieder analysiert und zugeschaut und ja, für euch wieder das Beste rausgeholt. Aber das Allerbeste, was wir heute haben, ist, wir haben einen Gast, und zwar von der Gang Green Germany, der größte Fanclub der Jets in Deutschland. Und da ist der Knut und den würde ich sagen, Martin, hol mal gleich einmal dazu, oder? Hol rein. So. Ja, hallo Knut. Hä? Ja, guten Morgen. Servus. Danke für die Einladung. Ja, bitte gerne. Knut, wir haben gerade gesagt, der größte Fanclub Gang Green Germany in Deutschland. Du bist dabei, ich bin dabei. Aber du bist halt schon viel länger dabei und du bist halt ein extremer Insider. Erzähl ein bisschen was. Warum bist du dort, von wo bist du und was macht's hier? Ja, ich bin Knut, ich lebe in der Nähe von Hamburg. Ich komme ursprünglich aus der Ecke von Rostock, von der schönen Ostsee. Bin Gründungsmitglied der Gang in Germany. Wir haben uns im Oktober 2018 gegründet. Irgendwann bist du auch auf uns getroffen und Mitglied geworden, Andi. Ich bin auch seit 3 Jahren im Vorstand als Beisitzer. Und ja, wir gucken, dass wir über das Jahr immer mal wieder eine Watchparty streuen. Das ist natürlich nicht einfach. Nicht wie beim Fußball-Fanclub bekommen ja dann alle aus der Nähe der Stadt, sondern wir sind ja deutschlandweit verteilt. Wir hatten jetzt letztes Wochenende unsere Jahreshauptversammlung. Das ist immer unser Super Bowl quasi des Jahres. Wir waren dieses Jahr so mit 35 Leuten vor Ort. Das ist uns immer wichtig, dass wir das körperlich machen und nicht online oder digital. Dass wir eine Location haben, wo wir alle uns treffen können, wo wir da sein, wo wir unsere Ruhe haben, wo alle übernachten können, 2-3 Nächte, solange sie wollen, wo alle gut hinkommen, wo alle gut wegkommen, wo Frauen und Kinder auch gerne gesehen sind, also einige kommen mit Familie, so wie ich, da gibt es dann so ein Rahmenprogramm und so. Das ist so unser Hauptaugenmerk, das ist, was wir mal verfolgen, dass wir einmal im Jahr so ein Treffen haben, lokale Watchpartys gibt es, wir gucken, dass wir karitativ was machen können, Geld spenden an Nachwuchs-Football-Clubs. Wir haben jetzt ein Flag-Football-Team in Hamburg unterstützt, dass die bei den norddeutschen Meisterschaften starten konnten, an der holländischen Grenze mit Übernachtung auch. Die kümmern sich zum Beispiel viel um benachteiligte Kinder und inkludieren die da quasi. Und die haben den Titel verteidigt, sind wieder norddeutscher Meister geworden. Kleine Stück haben wir vielleicht dazu beigetragen. Und so eine Sachen sind natürlich cool, wenn man sowas ins Leben rufen kann oder helfen kann. Und ansonsten, ja, weiß nicht. Wird es dir wahrscheinlich ähnlich gegangen sein wie mir? Irgendwann, man denkt ja ganz lange, man ist der einzige Jets-Fan, den es gibt, der Deutsch spricht. Und dann tut sich noch einer auf und der eine kennt einen, der einen kennt. Und auf einmal ist man so in einer WhatsApp-Gruppe und auf einmal gründet sie so einen Verein und dann ja, nimmt das so seinen Lauf. Wir sind jetzt irgendwo 100 Mitglieder. Mhm. Und ja, jetzt. Ihr seid aber total gut vernetzt, auch nach Amerika direkt zu den Jets und auch anerkannt von den Jets, ne? Das ist einmal, ne? Ja, offiziell nicht. Das ist das Problem. Wir haben schon oft versucht, da einen Fuß reinzukriegen über die Pressestelle, über Medienleute und so. Man hat auch schon Visitenkarten verteilt und Gespräche geführt. Aber das Interesse der Jets hält sich in Grenzen. Man merkt auch, dass wir nicht der primäre Markt sind. Die haben sich ja UK ausgesucht als zweites Standbein quasi. Aber wir sind mit den Fans vor Ort gut vernetzt. Wir kommen an Tickets ran. Wir nehmen an Tailgates teil. Wenn wir rüberkommen, freuen sie auf uns. Sie wissen, dass wir kommen. Die wissen, wie wir heißen. Heißen uns willkommen, nehmen sich Zeit für uns. Andersrum jetzt auch, das nächste Highlight steht an London. Da werden viele Leute aus den USA kommen, die wir da kennengelernt haben, wo man sich jetzt freut, die wiederzusehen. Ja, und natürlich, ja, so eine Reise nach Amerika ist natürlich auch immer sowas, was wir als Verein versuchen, so ein bisschen zu organisieren, Leute zu unterstützen, mit an die Hand zu nehmen, die vielleicht noch nie da waren, ein bisschen Hilfestellung zu leisten, so die Tür aufzumachen quasi, ne? Cool. Weltklasse. Knut, wir gehen jetzt hinein. Du wirst uns heute begleiten durch die Sendung. Wir haben ein paar Diskussionspunkte sowieso, was auch die Jets betreffen und ein paar Partien. Ich würde sagen, wir starten einmal rein. Ich werde nur kurz wieder auf die Seite 1 gehen. So, gut, dann gehen wir weiter. Wir haben noch den Nachtrag, den werden wir kurz streifen, von voriger Woche, und zwar Jacksonville Jaguars gegen Buffalo. Ja, aber Hinrichtung, kann man sagen.
Hinrichtung für die Jacks. Ja. Fast wie zu erwarten. Man sieht es nachher auch bei den Standings. Die haben sich die Woche auch nicht verbessert. Wobei sie meiner Meinung nach besser gespielt haben. Ja, und was willst du sagen? Washington, Cincinnati. Die einen überraschend weit vorn, die anderen überraschend mies. Also mies, aber nicht gut. Ja. Ja, werden wir dann, haben wir nachher auch noch genau die zwei Mannschaften, wo man sieht, was sich da eigentlich abspielt. Aber das war nur der kurze Nachtrag. Kurze Nachtrag, genau. Wir werden heute die Sachen etwas kürzer halten, weil wir eben Knut zu Gast haben und den wollen wir natürlich bei verschiedenen Sachen zu Wort kommen lassen, weil der natürlich auch sehr viel Einblick in das Ganze hat. So, wir haben jetzt die Scores von derer Woche und ich würde sagen, fangen wir mal. Fangen wir nicht oben an. Genau. Gehen wir primär einmal die Spiele durch, wo wir zum Beispiel Knut einbinden können, was die Jets anbelangt. Knut, wir haben gestern wieder eine desaströse Leistung gesehen. Die Jets haben dann 10-9 verloren. Also das war ja Hilflosigkeit gegen Armut pur gestern. Ja, gib mir mal deine Meinung zu dem Game Up gestern. Ja, also wenn man das mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen, es war zäh. Natürlich spielt das Wetter eine Rolle, ne? Es hat in Strömen geregnet in New York. Jeder, der sich mit Football beschäftigt, weiß, dass dann selten ein schönes Spielball rauskommt. Dass dann der Ball selten geworfen und noch seltener gefangen wird. Ja, und wenn dann noch dazu kommt, dass unser Nummer 1 Running Back, Breece Hall, irgendwie mit 10 Versuchen 4 Yards schafft oder sowas, dann ja, dann zeigt sich das, dann, ja, dann kommt halt daraus, was bei rauskommt, so ein kümmerliches 10-9, was trotz schlechter Offense ich hatte lange das Gefühl, dass die Broncos nicht punkten gegen uns, also maximal Field Goals, dass die keinen Touchdown scoren werden, aber dann ist doch einer durchgerutscht quasi und dann was passiert und dann konnten die Jets halt nicht mehr antworten, haben dann kurz vor Schluss noch ein Field Goal aus, ich glaube, 50 Yards oder so, was dann bei dem Wetter auch mal verschossen werden kann. Und jetzt, ja, steht man mit Len Händler und steht 2-2 da und ja, muss man gucken. Ne? Jetzt ist es natürlich sagen, so wie du sagst, Wetter schlecht, Platz nass, Ball nass, das zeigt sich dann im Score. Also es betrifft ja dann Gott sei Dank beide gleich und dementsprechend geht es 10-9 aus. Das ist wie irgendwie beim Tennismatch ist da regnet es oder ist windig, dann betrifft das beide. Ja, in dem Fall 10-9 und bis zum Schluss auf Messerschneide. Also nicht wirklich ein hochklassiges, aber bis zum Schluss zumindest noch spannendes Game. Aber natürlich sind jetzt natürlich gleich die Umgerufe weg oder vorausgegangen oder überhaupt Social Media mäßig geht es gerade ab wieder. Salah ist natürlich jetzt in der Kritik und ja, der OC. Ich glaube, das ist schon länger in der Kritik. Wie siehst du das? Ja, also Salah sitzt ja auch auf dem Hot Seat. Ne? Also wenn es dies Jahr nichts wird mit einem tiefen Playoff-Run, dann war es das wahrscheinlich auch für ihn, das weiß er auch. Die Kritik ist natürlich berechtigt. Ich habe da immer nur so einen Einwand. Man darf immer nicht vergessen, bin ich zumindest der Meinung, dass Rodgers eindeutig der Wunsch von Woody Johnson war. Der Owner wollte diesen Quarterback haben. Ohne Wenn und Aber. Und ich glaube, Head Coach und General Manager mussten sich dem beugen. Dass wir jetzt diesen Offense-Koordinator haben mit Nathaniel Hackett, hat ja auch seine Gründe. Das ist nämlich der alte OC von Rodgers bei den Packers gewesen. Mhm. Ja, wenn wir Rodgers nicht hätten, bin ich mir sicher, auch Hackett nicht mehr als Offense-Koordinator. Deswegen ist das so ein bisschen so ein Rattenschwanz. Und ich sage mal, am Ende muss man halt damit leben, ob es einem gefällt oder nicht. Das Team gehört Woody Johnson. Er wollte es so haben und ich will da gar nicht dem Coach oder dem General Manager so die reine Schuld dafür geben, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ja, wir haben vorhin im Vorgespräch schon gesagt, das hat so ein bisschen an Adam Gase erinnert, dieses Spiel, diese Planmöglichkeit. Du hast mit Breland Allen einen jungen Running Back, der im Schnitt 4,2 Yards läuft in dem Spiel und du hast einen Breece Hall, der im Schnitt 0,4 Yards läuft und du gibst einfach Allen nicht den Ball. Oder nicht weniger in den Ball, ne? Und das sind so Inside-Run, Sachen, über die man dachte, man ist hinweg, kommen auf einmal wieder so zurück. Das Passspiel hat nicht funktioniert, die waren manchmal auf einem ganz anderen Planeten, der Receiver läuft nach links, der Ball fliegt nach rechts, der Receiver läuft geradeaus weiter, der Ball ist zu kurz geworfen. So viele Abstimmungssachen,
wo man gesehen hat, dass da deutlich Sand im Getriebe ist. Und ich hoffe, dass das gekittet wird. Aber ja, die Kritik ist auf jeden Fall nachvollziehbar und ja, teils auch verständlich, ja. Ja. Gehen wir zum nächsten Ergebnis vielleicht gleich. Das ist wieder. Ich möchte noch für den Jets was sagen. Ich bin da auch ein bisschen enttäuscht, aber es ist in Wirklichkeit, es ist das erste Game, was mich richtig enttäuscht, auch wenn sie bei 2-2 stehen. Gegen die Patriots einen quasi Prestige-Sieg geholt, gegen die Titans war zu erwarten, dass man gewinnen kann. Und gegen die 49ers kann man durchaus verlieren. Also es ist jetzt mal ein Weckruf und vielleicht gibt ihnen das nochmal so den Turbo für die nächsten Partien. Ja, London gegen die Vikings wird schwer, auch Buffalo wird schwer, aber warum nicht einen Sieg da rausholen? Vielleicht ist es dann das Field Goal, das 2 Sekunden vor Schluss. Genau. Warum nicht? Ne? Aber gehen wir, wie gesagt, gleich zum nächsten Match. Die Vikings, die jetzt in London dann auf uns warten, besiegen die Packers. Die Vikings haben, zu dem Spiel kommen wir dann eh noch. Das ist unser Spiel der Woche heute, das wir ein bisschen zerlegt haben. Auf alle Fälle, da sind zwei Mann, die Jets wahrscheinlich jetzt gern hätten. Blake Cashman, der Linebacker, und Sam Darnold, der ja anscheinend jetzt gerade seinen Jungbrunnen gefunden hat. Die Vikings und der Coach dürften ihm gut tun. Aber zu dem Thema kommen wir dann noch. Die Saints verlieren ganz knapp, Martin, ja, ja. 24-26 gegen die Falcons. Ja, dazu muss ich sagen, also so viel besser waren die Falcons gar nicht. Die haben ja nur ein Field Goal mehr als die Jets gemacht. Weil alles andere war, also das war schon offensiv, haben es 4 Field Goals gemacht. Zu einem Spielzug komme ich nachher noch, ganz tragisch. Und das zweite, den kann ich auch, werde ich auch nachher noch kurz besprechen, ein Pick Six. Und also quasi 2 Pick Sixes. Aber das, ja, sie haben verloren, ja, sie waren schlecht, aber die Falcons waren auch nicht besser. So. Okay. Knut, die Bengals besiegen die Panthers 34-24, Andy Dalton jetzt am Ruder. Die haben anscheinend auch jetzt ein bisschen das Problem, dass sie geglaubt haben, sie haben ein Franchise-Quarterback gefunden und jetzt ist doch wieder der good old Quarterback am Ruder. Was sagst du zu dem Ergebnis? Ja, ich hätte tatsächlich nach der letzten Woche den Panthers ein bisschen mehr zugetraut. Grundsätzlich glaube ich aber auch, dass man die Bengals jetzt ein bisschen unterschätzt hat nach dem Saisonstart. Die haben ja trotzdem ein gutes Footballteam, gut gecoacht und auch einen starken Quarterback. Ich glaube, die sind vor 1 oder 2 Jahren auch schon mal so schlecht gestartet, dann in den Playoffs noch gekommen. Und ja, zu den Panthers mit dem Quarterback irgendwie bewahrt oder zeigt sich mal wieder, dass es vielleicht an der Zeit ist, First-Round-Quarterbacks oder erst allgemein frisch gedrafte Quarterbacks einfach mal eine Saison oder eine halbe Saison sitzen zu lassen, in der Liga anzukommen und von 22-jährigen Jungen irgendwie nicht die ganze Franchise auf den Rücken zu packen und zu sagen, so, jetzt bring uns ins gelobte Land und du bist jetzt die Zukunft und du musst das hier alles tragen. Andere Teams haben es vorgemacht, wie es geht. Es gibt natürlich auch Quarterbacks, die sofort einschlagen und funktionieren, aber der Junge hat so viel Talent gehabt, man hat ihm so viel zugetraut und jetzt hat man ihn quasi nach einer Saison und 2 Spielen quasi abgesägt und ich habe die Befürchtung, dass das die Karriere zumindest bei den Panthers für ihn wahrscheinlich vorbei sein könnte. Mhm. Ja. Also Dalton kann man was Lustiges sagen. Der hat, seit er von den Bengals weggegangen ist, jedes Mal mit seinen 9 Teams gegen die Bengals gespielt und steht bei 4 Spielen. Also er spielte für die Cowboys, die Bears, die Saints und die Panthers und hat stand eigentlich 2-1 vor diesem Spiel, steht jetzt bei 2-2. Mit den Saints hat er verloren gegen die Bengals und mit den Panthers hat er jetzt auch verloren gegen die Bengals. Coole also, Sache. Nur halt kurze ja. hab ich gelesen die Woche. Ja, die Rams sind weiter enttäuschend. Stafford, da fängt sie gar nicht. Die ganze Offense, da fängt sie nicht. Sie verlieren gegen die Bears, wobei man sagen muss, die Bears, gutes Team, haben echt gut gespielt. 18-24. Ja, keine Ahnung, was da los ist bei den Rams. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass das nur wegen Donalds, wegen seinem Abgang ist, dass man da, also da dürfte irgendwas im Argen liegen, aber da wird man schauen. Die Jaguars stehen mit 0-4, haben jetzt wieder verloren gegen die Texans mit 20-24. Ja, Jaguars, also ein Thema, glaube ich, wo man sagen kann, ja, man verlässt sich das so sehr. Man, Waffen hat er, der Lawrence, aber anscheinend funktioniert es nicht wirklich, oder?
Katastrophal momentan. Etienne kommt nicht. Wen haben sie denn noch? Ich merke es, ich müsste gar nicht nachschauen. Wir haben es besprochen in der Woche 1 oder 2. Also ja. ganz furchtbar. Ganz, geht überhaupt nichts. Geht nichts. Ganz schlimm. Ja. Nächstes Ergebnis: Die Steelers verlieren knapp mit 24-27 gegen die Colts, was uns in österreichischer Beteiligung natürlich freut, weil ja der Lineman Bernhard Reimann dort spielt. Und ich glaube, das ist natürlich ein tolles Ergebnis. Ja, dann die Eagles verlieren gegen die Bucks mit 33-16. Ja, und da muss man echt sagen, die Bucks sind wieder im Kommen. Leider. Und liefern gute Partien ab. Also funktioniert derzeit, oder? Mag ich nichts sagen dazu. Knut. Meine Division, da gibt es nur Hate Speech von mir. Aber okay. Vielleicht kann, ihr könnt es als Außen. Knut, was sagst du? Genau. Naja, man sieht, finde ich, bei den Bucks, wenn man, wenn man Baker Mayfield ein bisschen Sicherheit gibt und der sich wohlfühlt, dass der auf jeden Fall ein NFL-Starting-Kaliber-Quarterback sein kann, der ein Team führt. Dies zeigt für mich aber auch, wie verrückt wieder diese Liga ist. Ne? Die Buccaneers verlieren letzte Woche ziemlich eindeutig gegen die Broncos. Dann sagt jeder, ja, das war nur ein Strohfeuer. Ja, eine Woche später schlagen die Buccaneers ziemlich, ziemlich eindeutig einen Titelaspiranten mit den Eagles. Also gefühlt ist die Liga auch diese Woche wieder ausgeglichen. Das ist zwar immer so eine Phrase, so jeder kann jeden schlagen, aber gefühlt war es nie präsenter als die in diesen ersten 4 Wochen, habe ich den Eindruck. Aber ich glaube, das denke ich jedes Jahr. Aber irgendwie sind so viele Teams 2-2. Ja. Die Commanders schlagen die Cardinals mit 42-14. Zudem kommen wir dann auch noch. Da haben wir ja den Winner of the Week. Das werden wir dann noch besprechen. Die Bats gehen unter gegen die 49ers. Die 49ers, ich glaube, der Kittle Schorsch ist wieder zurückgekommen. Ja, hat auch dann gleich dort ein bisschen aufgeigt. Also die 49ers dürften schon langsam wieder die Verletzungen nach der Reihe zurückbekommen. Und die Patriots, ja, also ich habe eigentlich gar nicht viel anders erwartet, dass da mehr kommen wird. Ich glaube, die ersten Partien muss ein bisschen mitgehalten haben, aber jetzt, glaube ich, wird das schon ein bisschen nach hinten gehen. Wobei für viele verwöhnte Bats-Fans wird das jetzt auch bald eine Katastrophe. Ja, die meisten sehnen sich da eh schon seit Jahren nach einem Umbruch. Ich wollte noch dazu sagen, als Fantasy-Spieler beobachtet man das natürlich auch. Ich habe mir in weiser Voraussicht Jordan Mason in mein Team geholt und habe ihn aufgestellt. Der macht halt 123 Yards und einen Touchdown, was praktisch ist, in Abwesenheit von CMC. Juwan Jennings dieses Mal nur 88 Yards, kein Touchdown, ja. Aber solide. Und der Rest, Deebo Samuel, 2 Catches, 14 Yards. Zwei Rushes, 14 Yards. Brock Purdy ist mehr gelaufen mit 5 Rushes und na gut, 11 Yards. Also das Laufspiel bis auf Mason natürlich nicht vorhanden. Weil, ja. Dann haben wir noch die Chiefs gegen die Chargers, wobei die Chiefs ja derzeit, jetzt hat sich ja Rashid Rice auch verletzt, Kreuzbandriss. Also das ist ja derzeit, glaube ich, ein Wahnsinn. Also erst verlierst du Pacheco, ja, und jetzt noch den Rice. Also die sind derzeit echt geplagt und stehen aber trotzdem noch mit 4-0. Knut, was glaubst du, wie lange werden sie das noch durchhalten, wenn da einer noch ein anderer ausfällt? Ja, also wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir die Chiefs angucke und sehe, wie sie die ersten Spiele gewonnen haben, also wenn sie 0-4 stehen würden, dürften sie sich auch nicht beschweren. Mhm. Ist ja einfach so, es waren ja wirklich alles enge Spiele und ich will nicht diese Referee-Diskussion jetzt aufbringen, aber es waren schon die ein oder anderen fragwürdigen Entscheidungen dabei. Deswegen habe ich die stille Hoffnung, dass das neue böse Imperium dieses Jahr vielleicht ins Straucheln gerät. Die PI-Formel von der letzten Woche, die nicht gecallte Passung. Ja. Um mal ein Beispiel zu nennen. Da laufen ja derzeit extrem viel MS herum im Internet, wo es siehst in Mahomes in Schiri-Uniform. Ja. ich muss aber trotzdem kurz ausholen. Ja, sie haben Verletzte, aber ich meine, du hast dann Kelce im Team, der ist superlässig. Ja. Du hast den Worthy, den Rookie, der macht 73 Yards und einen Touchdown. Kann man nicht trauen.
Kareem Hunt haben sie reaktiviert, aus der Free Agency geholt. Ja, ja, genau. Macht 14 Carries. Wobei, das wundert mich, weil Kareem Hunt ist ja nicht im Guten von ihnen. Ich weiß, wir haben vor, ich glaube, vor zwei Wochen haben wir darüber geredet. Ja, ja. Aber ich bin sehr verwundert, ja. War klar, und der macht dann halt auch noch einmal kurz zwei Catches und 16 Yards. Weißt du, so diese, ja, ja, diese schnellen, also reicht anscheinend, ja. Ja, ja. Rice weg, ja. Muss man schauen, wie es weitergeht. Wie es weitergeht. Die haben, ich müsste nachschauen, ich weiß nicht auswendig, ich werde nachher nachschauen, wenn die als nächstes haben, vielleicht weiß es jemand. Ja, oh, ich glaube sogar, die spielen gegen die Saints nächste Woche, das ist ganz okay. Na, schauen wir, dann gehen wir kurz durch. Die Browns 16-20 gegen die Raiders, die schon Watson kommt überhaupt nicht ins Laufen. Einige wird es freuen, ich glaube, es gibt sehr viele, die gegenüber den Burschen negativ eingestellt sind, aber die Browns haben sich da, glaube ich, auch viel mehr erwartet, nachdem überhaupt, was sie für einen Vertrag gegeben haben. Ich glaube, den wird er nicht gerecht, auf alle Fälle. Ja, und dann Knut, unser Konkurrent, die Bills, bekommen ein 10-35 gegen die Ravens, das ja für uns jetzt gar nicht als Jets-Fans so schlecht ist, oder? Nö, natürlich nicht. Also wenn ein Division-Rivale verliert, da freue ich mich immer. Genau. Im Winter etwa sagen, die haben Ertrage gekriegt. Ertrage, also, ja genau. Bei uns sagt man Ertrage. Gut, dann gehen wir weiter. Jetzt haben wir die Standings von der AFC und da sieht man schon, also in unserer Gruppe, Knut, eigentlich alles knapp benannt. Wir könnten sagen, wir profitieren wahrscheinlich vom Verletzungspech der Dolphins, von Unvermögen der Patriots und ja, auch die Bills lassen liegen. Kann uns nur gut tun und somit gehen wir, glaube ich, mit der Niederlage gegen die Broncos eigentlich gar nicht so schlecht leben, oder? Ja, ich hätte jetzt vor der Saison gedacht, dass wir vielleicht 3-1 stehen nach 4 Spielen, aber wie du sagst, ist alles noch eng zusammen. Die Bills haben die ersten Spiele dominiert, haben jetzt ein bisschen Federn gelassen. Das ist, man merkt irgendwie bei allen Teams, dass das läuft noch nicht so richtig rund, das muss ich alles noch finden. Und deswegen ist die Tabelle jetzt nach 4 Spieltagen auch wenig aussagekräftig. Wenn man jetzt 0-4 steht, dann bist du halt raus aus dem Rennen, das sind wir nicht. Wir sind noch mittendrin und hoffen wir, dass das bis zum Ende so bleibt. Ja, ja. So wie ich es gerade gesagt habe, die Ravens schlagen die Bills, das ist für euch ganz gut, macht dementsprechend die AFC North spannender, weil Ravens gewinnen, Steelers gegen die erste Niederlage und zu dem knappen Chiefs könnten auch 0-4 stehen, habe ich ganz vergessen vorher dazu zu sagen, die waren ja im ersten Viertel 10-0 hinten und die Chargers haben dann drei Viertel lang keinen Score gemacht. Und die Chiefs retten sich mit einem Touchdown im zweiten Viertel, einem Touchdown im vierten Viertel und einem Field Goal im dritten über diese Partie. Und auch da müsste man sagen, im direkten Vergleich könnte es dann 3-1 stehen. Dieses jeder kann jeden schlagen wird weiterhin präsent sein in den nächsten 2, 3, 4 Wochen, wobei sich jetzt langsam natürlich dann rauskristallisiert, der Unterschied zwischen erstem und vierten in den jeweiligen Divisions ist dann besteht, so wie wir oft sagen, aus 6 Spielen. Ne? Ja, ja, genau. Gut, dann gehen wir in die NFC und da haben wir jetzt 2 Teams, also 1 spielt ja noch. Also wir nehmen 2 Teams, die Minnesota Vikings stehen mit 4-0, was glaube ich Anfang der Saison keiner gedacht hätte. Totale coole Geschichte. Die Packers, muss man sagen, Jordan Love ist jetzt wieder zurückgekommen, hat im vierten Quarter Auftritt. Da ist einiges gegangen. Also die Partie war echt geil zum Anschauen. Also die erste war sehr dominierend von den Vikings, aber dazu kommen wir noch. Ja, die Seahawks spielen jetzt, die können jetzt auf 4-0 nachziehen. Glaube ich, ist auch nicht so das Erwartete gewesen, aber natürlich die 49ers ja mit viel Verletzungspech. Enttäuschend für mich echt die Rams. Also, weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist echt enttäuschend. Die habe ich viel höher dabei gehabt. Ja. Die Vikings waren, ich habe mit meinem Arbeitskollegen geredet, waren in der NFC North am vierten Platz gesetzt. Sogar die Bears waren besser geschätzt. Die Lions waren haushoher Favorit. Also mit 4-0. Also wer sagt, er hat die Vikings auf 4-0 geschätzt, lügt entweder oder kennt sich nicht. Ja. Genau. Also das war quasi unmöglich. Aber ja, soll so sein. So wie du sagst, es gibt ja noch 2 Games. Eines davon ist Seahawks-Lions. Ja. Da sieht man gleich, Lions könnten aufschließen, Seahawks könnten davonziehen.
Also die NFC West ist dann schon deutlicher mit 4-0 und quasi die 49ers der Titelkandidat, nur mit 2-2. Ja, umgekehrt, wenn die Lions verlieren, auch dann steht es in der Division 4-0 und 2-2. So viel dazu. Die NFC South braucht man nicht großartig besprechen. Da reden wir dann in 3-4 Wochen drüber, wenn die Saints vielleicht wieder mal den Motor zünden. Bis dahin, wie sagt man, nicht blockiere ich sie, sondern wie sagt man da? Lassen wir es dabei, ne? Ja, lassen wir es einfach. Gut. Gehen wir weiter. Wir haben jetzt so ein bisschen, so wie gesagt, nach Woche 4 ist halt nicht aussagekräftig, aber es sind doch einige Überraschungen, eben wie gesagt, die Vikings. Ich finde auch die Commanders, dass die relativ weit oben sind, ist eine Überraschung. Jets, Bills recht gut im Laufen, Houston, Texas, glaube ich, war klar, dass man die oben ansiedelt. Die Steelers für mich auch ein bisschen eine Überraschung, überhaupt, weil ja Field spielt. Ich glaube, viele dachten ja, dass Russell Wilson starten wird und jetzt haben sie mit Field und sind eigentlich recht gut dabei. Ja, und die Enttäuschungen, meiner Meinung nach, eben wie gesagt, die Rams, die Bengals, sehr enttäuschend für mich und die Jacksonville Jaguars, dass die so weit unten sind, mit denen hätte ich, glaube ich, auch nicht gerechnet. Ich möchte nur kurz dazu sagen, aktuell Jets, Playoff. Ja, falls ja. Das soll so bleiben. Also wir wünschen es uns auf alle Fälle. Ja. Gut. Dann gehen wir weiter. Und zwar haben wir die Winner of the Week. Wir haben jetzt noch, Knut, unsere zwei Winner of the Week. Wenn du euren hast, dann sag's uns nachher. Ja, Jaden Daniels, Washington Commanders, wir haben es gerade angesprochen. Für mich ist der Bursche, ja, es ist so, dieses, entweder ist es ein One-Hit-Wonder oder ja, da fängt sie wirklich, aber er spielt echt coole Partien. Er ist beweglich, er gefällt mir irrsinnig gut als Quarterback und darum ist er für mich derzeit oder diese Woche der Winner of the Week. Martin? Ich habe, du kennst mich, ich bin ein sportlicher Typ und wenn die Saints verlieren, also ich mache natürlich meine Scherze, aber ich kann auch den Gegner durchaus loben. Ich muss sagen, er hat nicht die wahnsinnig guten Stats gehabt, aber ich meine, ausschlaggebend war eine Fumble Recovery zu einem 46-Yard-Touchdown und ich hatte gefühlt das Gefühl, dass Troy Andersen überall war. Dauernd. Leider, mir hat es während des Spiels, war es mir dann ganz angenehm, musste er vom Feld. Aber ich möchte sagen, also er war mal sehr auffällig und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, der wird nächstes Jahr in einem schwarz-goldenen Trikot auch nicht. dazu. Also, schau mal. Der Kerl, wahnsinnig flott ist dann bei dem Fumble Recovery, dem Chris Olave davon gerannt. Okay, ich meine, der war halt ein bisschen weiter hinten, aber hat mich beeindruckt, hat mir gefallen, finde ich für ihn sicher eine seiner besten Wochen und das vergönne ich ihm sogar. Ja. Knut, hättest du auch einen, weil du schaust ja doch auch alle Matches an, auch wenn wir Jets-Fans sind, aber ich kenne dich ja, hättest du einen Winner auf dem Weg, der für dich diese Woche ja so gewesen wäre oder den du so gesehen hättest? Ja, ich würde jetzt keinen Spieler nehmen, ich würde die Offense der Falcons nehmen, also wer ohne Offensiv-Touch und 26 Punkte machen kann. Das waren die Special Teams und die Defense. Ja. Okay. Nee, und, Freunde von uns, von den Falcons Germany, sind jetzt auch gerade vor Ort, haben das Spiel gestern gesehen. Für die freue ich mich natürlich, wenn die einen Heimsieg erleben können. Deswegen Grüße an der Stelle. Passt. Auch wenn es uns natürlich leid tut. Ne? Danke, darfst wiederkommen. Dann gehen wir zum Loser of the Week und da habe ich Nathaniel Hackett genommen, der OC. Mich hat es eben gestern, also es war nicht nur gestern, man muss ja schon ehrlich sein, es ist eine sehr konservative Spielweise. Ich weiß nicht, ob das alles mit Rodgers abgestimmt ist, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß nicht, mir hat das war gestern so ein Flashback-Moment, ja. Immer diese Inside-Runs, wo man dachte, Alter, das gibt's ja, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Und mir fällt echt auf, dass das echt eine sehr konservative Geschichte ist. Da ist nicht wirklich so ein bisschen ein Pfiff drin, ein bisschen so Special Play, Trickspielzüge. Man, Knut, wie siehst du das als Jets-Fan? Ja, hast du recht. Man sieht keinen Jet-Sweep, kein Trickspiel. Das Einzige, was mal so ein bisschen außer Art schlägt, ist, wenn Rodgers mal selber läuft für ein paar Yards. Ansonsten ist das wirklich, wirklich sehr langweilig und ideenlos. Und auch, er ist ja auch der Play-Caller. Ich
ich weiß nicht, ob du dich an den letzten Drive erinnern kannst, wo wir die PI gepfiffen kriegen an der Yardlinie. Es ist noch eine Minute 20 und wir haben First Down. Es ist scheiß Wetter und wir werfen einfach drei Pässe. Wir versuchen nicht über den Lauf noch 3, 4, 5 Yards gut zu machen, um dichter an die Endzone zu kommen, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Wir versuchen mit Gewalt noch ein neues First Down zu schaffen, was nicht funktioniert hat. Und weiß ich nicht, also das konnte ich nicht nachvollziehen. Das war wirklich so an alte Zeiten zurückerinnert, weil selbst wenn wir das Field Goal machen, geben wir den Broncos den Ball mit einer Minute und einem Timeout. Also das war wirklich taktisch nicht gut, Clockmanagement-mäßig nicht gut und ja, der Situation fand ich überhaupt nicht angepasst. Deswegen muss ich mich dir anschließen. Ich würde auch Nathaniel Hackett nehmen und inwieweit da wer was zu sagen hat beim Playcalling, ob Rodgers ihm unterstellt ist oder ob Rodgers das für sich macht, ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie, gestern wirkt es wirklich sehr komisch und sehr eigenartig, ja. Ich wollte gerade sagen, man weiß ja nicht, inwieweit Rodgers sich da durch diese Verpflichtung oder dass man Hackett halt geholt hat, sich ja da Freiheiten geschaffen hat, dass er gesagt hat, okay, ich mache das, was ich will, Hackett ist da irgendwie meine Puppe, die mir ein bisschen berät. Das wissen wir nicht, ob das so ist. Aber generell, dann sollten sie beide was überlegen, weil das ist gar nichts. Ja. Ja. Martin, die Saints. Ja, wobei ich das ein bisschen relativieren muss. Also es ist nicht so, als wäre die Offense überhaupt nicht vorhanden. Drei Touchdowns haben sie gemacht. Für andere Gegner mag das reichen. Schlimm genug, dass es für die Falcons nicht gereicht hat. Ja. Aber was ich würde vielleicht sagen, auch ein bisschen Play Calling, weil es war jetzt auch nicht die super ausgefeilte Offense, nicht das Play Calling. Es war ausbalanciert, was ich so in Erinnerung habe. Die Receiver fangen ganz fleißig, Olave und Shahid gemeinsam 10 und 11 Receptions für ungefähr 90 Yards jeweils. Kamara selbst fängt noch 9 Bälle für 42 Yards, läuft 80 Yards, aber was war's? Zwei Plays von Taysom Hill, der zwei Touchdowns macht und ja, Kamara hat auch noch einen bekommen, aber es war eigentlich nicht gut. Ich weiß nicht, ich erwarte bei der Offense nach den ersten zwei Spielen, zumindest zweimal in der Partie, Momente oder Spielzüge, wo ich dann davor sitze und sage, wow, oder bist du wahnsinnig, ja, sure. Was anderes und dann flasht sich, ist ein bisschen eingefahren. Ich habe vor die ersten zwei Games Clint Kubiak sehr gelobt. Ja, gegen die Eagles war es ein Defensivspektakel, trotz allem erwarte ich mir ein bisschen mehr. Und dieser Loser of the Week ist, nachdem ich einen Falcons-Spieler gelobt habe, möchte ich sagen, dass ich die Saints genauso gut schimpfen kann. Okay. Gut, dann schauen wir weiter und dann kommen wir gleich zu unserem ersten Game auf das Play of the Week und da starten wir natürlich gleich mal durch. Ja, wir haben natürlich wieder alles rausgenommen, weil wir sonst vielleicht wieder gesperrt werden. Ihr seht jetzt den langen Pass. Ja, Martin, ich glaube, da braucht man nicht mehr viel reden, oder Knut? Ja, kann man machen, ne? Aber bitte schaut euch die Geschwindigkeit an. Schaut euch das einmal an. Also, und der dreht sich aber noch um auch, ja? Kann man machen. 63 Yards in der Luft, 54 von der Line of Scrimmage, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, der Speed, habt ihr den Speed gesehen? Bitte? Und, ich meine, das war jetzt verlangsamt. Aber musst du nur eine genaue mir vorstellen. Er läuft ja nur geradeaus, er macht gar keine Faxen, keinen Haken, keinen Stopp, gar nichts. Er läuft gar nichts. Genau, reicht. Ja. Ein Schritt schneller sein. Ja. Wahnsinn, sensationell. Gut, dann gehen wir weiter auf das nächste. Und zwar haben wir da die Buccaneers. Und zwar da haben wir es. Ja, genießen wir es. Hier ist jetzt der Block beim Field Goal Aufnahme und jetzt geht ab die Musik. Genau, gefällt mir sehr gut. Hat mir ein Lächeln in der Red Zone rausgelockt. war auch ein Play of the Week, weil ich einfach sage, okay, so oft trägst du ein geblocktes Field Goal nicht für zwei Punkte zurück, waren dementsprechend nur zwei. Ja. Kann man sich auch mal anschauen. Genau.
Gut, dann gehen wir weiter. Und zwar haben wir jetzt das Oje of the Week. Ja, ich hoffe, das ist langsam genug. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Nummer ja, eins, Fair Catch. Also, ja, er steht auch schon wirklich schlecht da. Also er steht seitlich und fängt man schon mal keinen Ball. Deutet einen Fair Catch an und schätzt ihn vollkommen falsch ein. Also so geht das nicht. Was sagst du, Knut? Also allein wie man, nein, das geht so nicht. Ja, also dafür, dass es in der Halle ist, also in einem Dom, mit ohne Wind, ohne Regen, ohne Sonneneinstrahlung. Ja, das sieht man natürlich immer blöd aus, aber das darf natürlich nicht passieren. Also, ja. Also er geht völlig meiner Meinung nach schon völlig falsch zum Ball. So, wenn der Ball so lang und ohne Wind, so wie du sagst, in der Luft ist, ja, gibt es absolut keinen Grund, den seitlich und mit überkreuzten Händen in der Luft zu fangen. Zumal es sieht ja so aus, als wenn er ihn durchlassen würde, dass er in die Endzone tropft und dann ja, gibt es ein Touchback und gut ist. Also zeigt ja immer wieder, aber dass so eine Aktion auch so ein Spiel einfach auf den Kopf stellen könnte. Das war jetzt relativ früh im Spiel, ne? Das war, glaube ich, der erste Pass. Das war die erste, das war, man sieht es, glaube ich, nach dem ersten Drive war es sogar. Ja. Genau. Weil die Falcons hatten den ersten Drive und ich glaube, es war, ja. Gut, dann gehen wir zum Voted Game und da von uns ein Aufruf, wir haben es jetzt wieder gesagt oder haben es am Anfang wieder vergessen, wir hätten es am Anfang gesagt, voted, schreibt uns, welches Game sollen wir uns anschauen, wir würden uns natürlich freuen. Wir haben heute genommen Vikings gegen Packers. Warum haben wir das genommen? Da gibt es eine gewisse Rivalität seit Jahren schon. Das ist erstens einmal die geografische Nähe, die die beiden Teams haben. Dann hast du eben diese Division-Rivalität, die Erfolgsbilanz der Packers natürlich, die haben zahlreiche Super Bowls gewonnen, die Vikings. Die sind 1961 in die Liga gekommen und haben viermal den Super Bowl erreicht, aber nie gewonnen. Und dann natürlich hat es noch gegeben, das, glaube ich, das Größte, was diese Fankultur gespaltet hat, das war der Frevel von Brett Favre, den man jetzt sagen muss, der Arme ja jetzt gerade sehr erkrankt ist, was er jetzt gesagt hat, wir wünschen ihm da alles Gute. Aber der ist noch, sagen wir mal, wie viele Saisonen war er? 16 Jahre bei den Packers, ist er dann gewechselt zu den Vikings, zu Minnesota, und das war natürlich dann Gottesverrat. Also das war... Ja, jetzt die Partie, ich mag es nur größer für die Leute, wir sind jetzt aus dem Bild, die Partie, wenn man sich anschaut, Vikings haben gewonnen, wir haben schon gesprochen, die Packers eigentlich bis zum dritten Quarter fast nicht existent, es ist zwar ein bisschen was gegangen, aber nicht viel. 28-0. Genau. Jordan Love hat dann im vierten Quarter, haben sie dann noch Gas gegeben, sind knapp herangekommen, waren sehr viele individuelle Fehler. Das ich aber sagen muss, ist, und das möchte ich nochmal wiederholen, und da möchte ich gleich die Frage an Knut stellen. Wenn man sich Sam Darnold anschaut, seine Stats, was er hat, ja, von 28 oder 20 ankriegt, 275 Yards, eine Interception. Und was mir aufgefallen ist, das, was er bei uns nicht gehabt hat, auch wenn er in der Pressure ist, ja, er behält die Ruhe, er behält den Kopf, er haut die Bälle aus. Es ist ein ganz anderer Sam Darnold. Und da jetzt meine Frage an Knut. Ich habe es selber schon beantwortet, aber können Jets Quarterbacks? Nein, gell? Wir können keine Quarterbacks machen. Nee, also Sam Darnold kam ja quasi, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ich habe die Geschichte schon so oft erzählt. Sam Darnold hat in seinem ersten Jahr bei den Jets mit Todd Bowles als Head Coach hat er, wie hieß der nochmal unser Ersatzquarterback, der Blonde, der Alte? Rex Ryan? Nee, der Quarterback war hinter ihm. Hinter was? Hinter Rodgers? Nee, hinter Sam Darnold. Das erste Jahr bei den Jets. Ah, warte mal. Ich war schon der Mac. Wir haben ihn schnell geheißen. Jeder McCown, oder? Ja, genau. Josh McCown. Josh McCown, ja. Die hatten ja offensichtlich ein sehr gutes Verhältnis und man hat gemerkt, dass Darnold im ersten Jahr ein bisschen Probleme hatte zum Anfang, ist ein bisschen gestruggelt, war dann verletzt. Und hat dann irgendwie 6 Spiele gesessen und ist dann wiedergekommen und war dann für die letzten 4 Spiele ein Top 5 Quarterback statistisch in der Liga. Und ich habe damals schon so gesagt, es ist doch eigentlich ein taktischer, guter Zug, zu sagen, er ist verletzt, wir setzen ihn auf die Bank, du ersparst dir den Shitstorm in der Presse. Er kann so ein bisschen Liga-Luft schnuppern und hat unter Josh McCown noch viel gelernt. Die hatten auch immer einen guten Draht an der Außenlinie, weiß ich. Wenn der vom Feld gekommen ist oder raufgegangen ist, gab es einen Klaps auf den Po. Und wenn er runterkam, eine Umarmung oder einen Tipp oder irgendwas.
Und dann kam Adam Gase und hat gesagt, wir brauchen Josh McCown nicht, wir brauchen keinen Mentor, das mache ich hier alles alleine. Und dann ging das Ding in den Bach runter. Und ich weiß noch, als Gase gegangen ist und Robert Saleh kam, zusammen mit LaFleur als OC, habe ich gesagt, ich kann es verstehen, dass man sich von Darnold trennt, weil man mit einem neuen Quarterback starten will. Aber ich hätte mir gewünscht, wenn man Sam Darnold ein Jahr mit Saleh und LaFleur gegeben hätte, um zu gucken, ob da nicht noch mehr ist. Weil er war ein Top-Rookie. Jeder hatte Bock auf ihn. Er ist als Number One Pick hochgehandelt worden bis zum Ende. Dass er es kann, hat er jetzt gezeigt, auch wenn er hier und da mal wieder einen Fehler macht, ne? So ein Interception, ein Fumble. Ja. Aber das passiert ja jedem Quarterback irgendwie und mich freut es irgendwie für den Jungen. Ich bin wirklich überrascht, dass das so gut funktioniert und ich glaube einfach, er hat jetzt nötige Erfahrung, die man braucht, um in dieser Liga klarzukommen. Das Talent war sowieso immer da. Er hat jetzt gute Waffen um sich rum, er hat wahrscheinlich eine gute O-Line vor sich, gutes Coaching. Ja, Sam Darnold ist und bleibt für mich ein Opfer von Adam Gase und der hätte den Jets auch Freude machen können, wenn es anders gelaufen wäre. Ja, man muss dazu sagen, Josh McCown ist jetzt sein Quarterback-Coach bei den Vikings. Ah, ernsthaft? Ja, das muss man dazu sagen. Das ist natürlich noch die Krux an der ganzen Geschichte. Und was man auch dazu sagen muss, die O-Line und der Gase war Katastrophe bei den Jets. Und die O-Line der Vikings, also wann du schaust, oder so wie ich gestern das Match echt angeschaut habe, heute, wenn wir es nochmal geben, er hat immer viel Zeit. Also die geben ihm echt die Zeit, die er braucht, dass er das macht. Aber auch wenn man durchkommt und ja, er hat so zwei, drei Aussetzer gehabt, wo man denkt, den Pass darfst du nicht werfen. Aber wenn ich denke, wie der bei den Jets oft in Panik war und einfach den Ball irgendwo hingehauen hat, wo irgendwelche Geister waren, das ist weg. Ja. Und man sieht es ja echt toll, also an der Statistik, wenn wir nochmal aufmachen, der Junge hat es in sich, der macht was, der tut was. Aber nicht zu vergessen, Jordan Love hat dann auch noch Gas gegeben, das muss man auch noch dazu sagen, wobei, ja, drei Interception ist halt einfach zu viel. Ja, aber der war jetzt verletzt, der muss wieder zurückkommen, da ist wahrscheinlich noch Abstimmungsprobleme. Die Packers sind sicher nicht abzuschreiben. Ja, gut, wir müssen, ja. Eine kurze Geschichte habe ich noch, die habe ich letztens gehört, habe ich sehr lachen müssen, weil ich gerade die Packers hier habe und mir anschaue, wie viele Field Goals die gemacht haben, vier von fünf. Ich habe letztens eine lustige Story gehört und zwar gab es einen Kicker, der hieß Chester Markle. Okay. Ehemaliger Rookie of the Year und damit der einzige Kicker, der das anscheinend jemals wurde. Okay. Hat im ersten Regular Season Game gegen die Bears beim Endstand von 6-6, kurz vor Ende, die Chance, ein 34-Yard-Field-Goal zu machen. Ja. Hat nachher gestanden, dass er sich 1980, dass er in der Halbzeit in der Kabine Kokain geschnupft hat und ist dann rausgegangen, will das 34-Yard-Field-Goal kicken, versemmelt das und kickt dem Lineman Alan Page den Ball auf den Kopf, woraufhin der Ball zu ihm zurückbounced, er völlig überrascht den Ball fängt und einen Touchdown erläuft. Ja? Okay. Und damit die Packers gegen die Bears 12-6 gewinnen, muss ich mal vorstellen. Versemmelt das Field Goal, weil er in der Halbzeit Koks geschnupft hat, schnitt an Lineman an, fangt ihn und hat noch die Geschwindigkeit, an allen anderen Spielern vorbeizulaufen, für 34 Yards, nicht für 5 Yards oder so, ja. Ja, und die Packers gewinnen das Game. Ich muss mal schauen, ob ich den Ausschnitt, vielleicht gibt es da einen Ausschnitt, das Internet vergisst ja nicht. Werden wir schauen, ob wir den finden. Das wäre cool, würde ich gerne einspielen. Wir machen heute weiter noch, weil wir wollen dann noch von Knut einiges erfahren, weil der hat noch ein paar Neuigkeiten für uns. Aber jetzt kommen wir zum Super Bowl-Pick. Ja, Knut, wir wollten ja von dir wissen, ob du uns von dieser Woche, diese gespielten Teams, wo du glaubst, wer aber von Woche 4 an in der Super Bowl wäre. Ja, damals mir ganz einfach, da nehme ich das beste Team der NFC, das sind laut Stats oder laut Record jetzt die Vikings. Und natürlich spielen sie gegen die Jets im Super Bowl, das heißt, wir sehen jetzt am Sonntag in London schon den vorweggenommenen Super Bowl. geil. Ich habe übrigens beide Teams schon in London gesehen, auch das dritte Team, das wir jetzt schon angesprochen haben, und zwar im ersten London Game, wo ich war, das war Jets at Falcons. Ja. Das war auch schlimm. Ja, war schlimm. Da war ich auch da, ja. Das zweite Game war Saints Vikings, habe ich auch in London gesehen. Und in London selber habe ich in New York habe ich die Jets auch schon zweimal live gesehen und auch dort haben sie beide Male verloren. Also das hat nicht gut, wenn ich dort bin. Gut, dass du nicht nach London fliegst.
Ich bleibe extra zu Hause. Sehr gut, danke dir. Ja, Martin, dein Week 4 Super Bowl Pick. Ja, ich habe es diesmal ähnlich wie letzte Woche gemacht, die zwei 4-0er-Teams, weil ich will ja die Stelze mit dem Kartoffelsalat gewinnen und hoffe, dass ich dann früher den Pick errate. Realistisch gesehen, also es wird sich erst rausstellen, irgendwann so in 7-8 Wochen, was denn wirklich von unseren Picks überhaupt noch für die Playoffs überbleibt. Dann übrigens, ich sage noch mal kurz dazu, werden wir auch so ein kleines Playoff-Picture vorbereiten, das dann nach den Scores kommt. Ja, auf alle Fälle. Ja, mein Tipp, Ravens gegen die 49ers. Ja, für mich die Woche die zwei stärksten Teams von der Spielart her. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das sicher ein geiler Super Bowl werden würde. Ja, muss man schauen, ob da was kommt. Ja, wir gehen weiter und dann kommen wir gleich zum Thema, was Knut angesprochen hat. Ich wollte gerade sagen, ich würde euch Buben jetzt mal die Zeit geben, um das ganze grün-weiße Zeug ohne mich zu besprechen und ein bisschen in London ihr wollt es wahrscheinlich auch noch, und das empfehle ich sehr, unbedingt zuhören, weil ihr werdet den Leuten jetzt erklären, wo man die Gang Green Germany findet, auf welchen Kanälen, wer die Ansprechpartner sind, was man mit denen machen kann. Und ich würde euch einfach den Raum geben und mich einfach 5 Minuten früher verabschieden. Machen wir das so? Passt. Martin, danke, wir sehen uns am Montag. Mich freut. Und Knut, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, sehr nett. Gerne, gerne, gerne wieder. Alles klar, vielen Dank. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ja, Knut, wir gehen zu den London Games und da sehen wir natürlich, dass wir ein Game haben in London, in Tottenham Hotspur Stadium, und zwar die Jets gegen die Vikings. Ja, Gangrene Germany ist vor Ort. Knut, wo kann man sie mit euch treffen? Wo sieht man euch? Wo findet man euch? Ja, das kommt ganz drauf an, wann man anreist. Also wir sind, glaube ich, ich lasse mich mal ganz kurz gucken. Ja. Ja, wir sind eine WhatsApp-Gruppe mittlerweile mit 65 Leuten. Da sind aber auch Leute dabei, die ihre Freunde mitbringen. Also ich sag mal, großzügig gerundet werden wir so 100 Leute vor Ort sein. Sowohl Mitglieder aus dem Fanclub als auch Nicht-Mitglieder. Gangrene Germany ist ja nicht nur der Fanclub, sondern umfasst ja alle deutschsprachigen Jets-Fans. Und ja, die Gangrene UK, mit denen wir auch sehr gut befreundet und connected sind, die man immer wieder trifft in London oder auch in New York oder auf anderen Reisen, haben da einiges auf die Beine gestellt. Ich glaube, wer Interesse hat, kann bei uns auf Social Media folgen. Wir posten es bestimmt nochmal oder schreibt mich an oder schreibt unten in die Kommentare. Ich reagiere da auch gerne drauf. Es geht los Freitagmittag mit einem Spaziergang. Also die Gangrene UK lädt mit einem Spaziergang ein, so ein bisschen Sightseeing. Das Ganze soll 3 Stunden dauern. Ich habe gehört, unterwegs werden Snacks und Getränke aufgegabelt. Und man geht dann quasi zu Fuß zu der Redwood Sports Bar. Das ist der Jets Pub für das Wochenende, was quasi das Headquarter wird, wo man halt über das ganze Wochenende hingehen kann und auf jeden Fall Jets-Fans aus der ganzen Welt trifft. Das ist in der Nähe der London Bridge. Letztes Jahr, vor 3 Jahren hatten sie auch einen Pub. Der war auch auf der Ecke. Da sind wir auch irgendwann hin am Freitag. Kannten gar keinen und wir wurden da so herzlich empfangen. Ich habe da Leute aus Paraguay kennengelernt, aus Schweden, aus Frankreich, aus England natürlich. Die deutschen Fans haben sich dann auch da alle versammelt und haben von da dann so ihre Aktivitäten gemacht. Das war ganz gut. Das wird am Freitag passieren. Dann ist Samstag in der Nähe der Liverpool Street Station, also so ein großer U-Bahnhof in London, auch ziemlich zentral. Eine Tailgate-Party, die geht, glaube ich, um 12 oder um 1 los, muss ich lügen, bis so abends 18 Uhr. Mhm. Da werden angeblich sollen da ehemalige Jetspieler auftauchen, offizielle und so weiter. Da gibt es Gewinnspiele, Essen und Trinken, wie man sich so ein Tailgate halt vorstellt. Mhm. Abends ist dann so ein Casino gemietet, wo ein ziemlich bekannter britischer Jets-Podcast aufgenommen wird, wo auch Leute der Gotham City Crew da sein werden, ein befreundeter Fanclub aus New York, wo viele internationale Fans auch sein werden. Frank West zum Beispiel hat sich, glaube ich, angekündigt. Frank West, genial, geiler Typ. Claudio wird, glaube ich, da sein. Ich weiß nicht, wer noch rüberkommt aus den Staaten. Das ist für Samstagabend angedacht. Und dann ist Sonntag ist ein Tailgate, da hat die Gangrene UK eine Brauerei gemietet in der Nähe des Tottenham Stadiums.
Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen. Da gab es auch Tickets im Vorfeld. Für 20 Pfund konnte man sich da einkaufen. Mit Live-Musik, mit Essen und Trinken. Zwei Freigetränke sind dabei. Viel Unterhaltungsprogramm. Und dann geht man geschlossen zum Stadion dann und danach. Und abends trifft man sich dann, wenn man möchte, wieder in diesem Casino. Da gab es eine Gästeliste für den geschlossenen Jets-Bereich. Da konnte man sich draufsetzen lassen. Ansonsten ist das ganze Ding wohl auf für Red Zone gucken nach dem Spiel. Also das wird auf jeden Fall ein ereignisreiches Wochenende. Ja, Knut, Gangrene Germany, wo findet man euch? Was macht ihr noch? Ihr macht ja einen Podcast, einen ganz massiv coolen, wo ihr auch immer Gäste habt. Ihr habt auch Gäste aus Amerika. Wo findet man euch? Genau, der Podcast der Gangrene Germany, Jetpack, den findet ihr auf allen sozialen Medien. Also wir machen Videopodcasts wie ihr. Wir sind bei YouTube, bei wie heißt das andere jetzt? Nicht Instagram. Spotify natürlich, wir haben auch natürlich Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, X, ich glaube, Dings haben wir noch nicht, TikTok haben wir noch nicht, aber da sind wir, glaube ich, alle zu alt. Es wird noch. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr, aber ja, wir machen auch in der Saison regelmäßig einmal die Woche einen Podcast, analysieren das vorangegangene Spiel und betrachten das kommende Spiel, auch in der Regel immer mit einem Gast. Das macht uns immer sehr viel Freude, wir sind gut vernetzt mittlerweile. Man sieht, es ist immer cool, Leute von anderen Fanclubs oder von anderen Podcasts kennenzulernen und auch wieder zu treffen, sich auszutauschen, so die Leidenschaft zu spüren. Der andere Vorteil ist, man muss sich nicht so viel vorbereiten aufs andere Team, weil man immer jemanden da hat, der quasi sich gut auskennt und einmal alle Fragen beantworten kann. Und ja, das machen wir auch schon ein paar Jahre. Du warst auch schon mal Teil der Redaktion für einen Zeitraum, hast eben mitgemacht. Wir müssten dich auch mal wieder einladen. Vielleicht in Off-Season nochmal so. Ja. Auf alle Fälle, Knut, mich hat es gefreut, dass wir sie wieder gesehen haben, dass du bei uns warst. Es ist ganz cool. Wir haben gesagt, wir wollen in unserer Sendung viele Fanclubs haben. Und ja, wir schauen natürlich, dass wir noch andere auch bekommen. Aber natürlich, Gangrene Germany ist von mir aus sehr zum Empfehlen, überhaupt für Jets-Fan. Ich glaube, da seid ihr gut aufgehoben. Es ist eine große Familie, echt coole Leute. Ich habe da nur positive Vibrations bis jetzt gehabt. Ich bin toll aufgenommen worden und ich fühle mich total wohl, obwohl ich in Österreich bin. Und ich schaue, dass ich endlich dann einmal vielleicht nächstes Jahr zur Jahreshauptversammlung kommen kann. Ja. Dass man gelingt auf alle Fälle. Ja, wir kommen zum Schluss. Danke, dass du bei uns warst. Bleib mir bitte noch dran. Und wir verabschieden uns. Wir wünschen euch natürlich eine schöne Woche. Alles Liebe und Knut, vielleicht von dir noch ein Wort. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Dabeisein. Freue mich auch, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Ich mag dich wirklich sehr gerne. Ich mag euch Österreicher gerne beim Reden zuhören. Weißt du auch, dass das so eine kleine Leidenschaft von mir ist. Dialekte und Schmäh und so, das finde ich gut. Und ja, es hat Spaß gemacht, es war kurzweilig und immer wieder gerne. Vielen Dank. Und ach so, Einladung nach Hamburg steht natürlich, wenn du es nicht zu JTV schaffst. Vielleicht schaffst du es mit deiner Frau nochmal in Hamburg, dann bist du hier natürlich immer gern gesehen. Ja, das schauen wir auf alle Fälle. Gut, dann schönen Abend und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Ciao.